Benedikt der 16. vor 5 Jahren. An diesem Tag im Februar 2013 ist er noch Papst. Und doch, es ist Benedikts letzter Tag im Amt. Dann verabschiedet er sich in den Ruhestand. Aus Papst wird Papa Emerito Josef Ratzinger. Jetzt ist Benedikt 91 Jahre alt geworden. Groß feiern wollte er das aber nicht. Ein Geburtstag in kleinem Kreis und in Ruhe war geplant, passend zu seinem Leben nach dem Pontifikat, erklärt Benedikts ehemaliger Sprecher. Er gibt uns ein wundervolles Zeugnis dessen, wie eine ältere Person während der Zeit ihrer Zerbrechlichkeit lebt, ihrer Schwäche und Ohnmacht. Die größte Zeit seines Lebens musste er anspruchsvolle Tätigkeiten ausüben, besonders in der Öffentlichkeit. Jetzt stattdessen bereitet er sich vor dem Herrn, in Gebet und Reflexion. E come invece si prepara davanti al Signore in un tempo di, diciamo, di preghiera, di riflessione. Benedikt war der erste Papst seit über 600 Jahren, der von seinem Amt zurücktrat. Seitdem lebt er in einem Kloster in den Vatikanischen Gärten. Nachfolger wurde Papst Franziskus.